Anhalten. Abwarten. Oh, che ragazza! L'amore, l'amore! Ah, was für eine schöne Frau! Unglaublich! Buona giornata. Signoria wird auf den Handel mit importierter, unbearbeiteter Wolle eine Sondersteuer von einem extra Hundertstel erhoben. Oh, hat jemand meine... Eine Minute, bitte. Ich mag teuer sein, aber... Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen, nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich! Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden Dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten.
Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Sag mir, was ich will. Ah, grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Runter! Sofort!
Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Das nenne ich waghalsig. Tut das nicht, Capo. Glaubst du, du könntest entkommen? Ich bin kein schlechter Mensch. Töte du. Nein, nein, Signore. Bitte. Wo ist das der? Nicht. Ich bin kein schlechter Mensch. Mach den Dinger aus. Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung abzuholen. Andiamo. Forza ragazzi. Ist der von Sie? Wo ist der lang? Du bist nicht allein, Bruder. Scheiße, ich hab ihn verloren. Ich mach dir keinen Ärger. Da, auf ihn! Oh. Warum? Ach egal, ich bin es gar nicht. Ich bin bei euch. Die neueste Maskentracht. Die Torwart der Reichheit. Ich habe dringende Termine. Ganz woanders. Ja, ganz woanders. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, zeig es ihm. Das dem Koch entrinnen will. Was? Wer war das? Wo ist der Weg, ihr Teufel, sofort!
Hoffentlich nicht. Laju, da ist er! Auf ihn! Ich kann ihn nicht sehen! Wo? Da! Auf ihn! Ich sehe ihn nicht mehr! Haha! Jetzt stirb! Laju, fass ihn! Dort! Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Huberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Gesunden und balancierten Lebens. Das ist ein komischer immer! Keinen Ärger. Er kommt mir bekannt vor. Er hat doch was zu verbergen. Ich bin schon weg. Beachtet mich gar nicht. Komm, hab keine Angst. Da ist er. Laju! Bitte, tut das nicht, Kerl. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Schöne Frau. Na, wie wär's denn mit uns beiden? Glaubt, ihr kennt nicht zufällig einen Mann, der auf Sass aus ist? Bitte, Herr. Wollt ihr nicht eine Frage? Schau, denn bei mir aus. Aber Sina, ein Küsschen, Schönste. Guten Abend, Confaloniere. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Wenn man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was er plante? Streichen mit. Du! Was
hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Wo ist der? Scheiße! Händler in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. Die Stadt. Danato! Da ist er! Noch ein Trappel aus dem. Bitte verschwunden! Das ist ein Krieg! Sehen wir mal nach. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Früher oder später hängst du in einer Sackgasse! Cazzo! Moment. Laju! Glaubst du könntest entkommen? Vergebt mir, Herr. Es tut mir leid. Ich gehe. Assassino! Assassino! Mein Gott! Ah, du stinkst! Dio, weg, weg, weg! Los da! Was? Oh mein Gott! Den Gauss! Via! Via! Maledizione! Via! Via! Maledizione! Als nächstes holen Sie wohl mich. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen, und ihr könnt die Stadt verlassen.
Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Will ich nichts mit zu tun haben. Die neueste Maskentrappe. Oh, Hilo, rette mich! Geht weg von mir. Buongiorno. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Los geht's.
Gut, hier lang. Edelmänner, hebt den Humpen auf den, der gründlich wie die Pest, wenn er Schurken, Gauner, Lumpen. Ihr dürft nicht passieren. Geht! Gönnt ihm eine Flasche Wein, das Herz am rechten Fleck. Lasst ihn niemals im Kampf allein, ist der Obrigkeit für euren in Worten harten Zeiten. Unser Kämpfen nähert die Rechte. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in deinem Namen immer zu. Tyrannen sterben, Wachen fallen, der Wohlstand hält dazu. Du ruchloser Tropf, er hat dich längst gesehen. Und kehrt, Maus, hier gibt es nichts für dich. Schau, Ragaz. Geht. Hey, Jungs. Lust auf ein bisschen Gesellschaft? Andiamo. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Hier lang. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie.
Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Andiamo. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Er zieht halt! Ergreift ihn! Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Tod einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein. Aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du?
Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl irgendwo da hinten. Das solltest du tun. Und kommt bald wieder. Oft. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Ich will euch braucht nicht ihr medizinische Hilfe? Das sollte jetzt schnell heilen. Das war's. Kommt wieder, wenn ihr mich braucht. Ich mag etwas unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann schmieden. Glaubt an mich. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß.